Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Ultimate General Civil War. Weiter geht's. Und zwar haben wir erfolgreich die Schlacht um Stones River beendet. Ich habe meine Truppen aufgefüllt, aber erstmal wollte ich gucken, was hier für Auswirkungen passieren, wenn wir eine dieser Schlachten schlagen. Zuerst werden wir Blackwater River spielen. Laut Datum ist das die erste, also die früheste. Und jetzt wollte ich sehen, da gibt es ja mal diese Auswirkungen hier oben, wo was passiert. Aha, hier ist schon was ausgelöst. Und zwar, you have defeated the enemy in the Battle of Stones River. And the Union is weakened in Central States. Okay, cool. Minus 5% Army Size. Oh, das ist aber nicht sehr viel. So, Rio Hill. Virginia, wir sind hier in Virginia, stimmt ja. So, Chancellorsville. So, wenn wir Blackwater River gewinnen. Wenn wir verlieren in Blackwater, dann ist die Armee größer, okay? So, und hier steht, ach, das Gleiche. Die Armee ist größer, falls wir hier verlieren, bei Rio Hill. Okay, und das hier ist eine unabhängige Schlacht, ja? Die ist irgendwie extra wegen Stones River. Interessant. Die hat also keine Auswirkung auf Chancellorsville. Okay, wir fangen an mit Blackwater River, aber erstmal ins Army Camp. Ich habe keine neuen Einheiten ausgehoben. Ich habe hauptsächlich das Walter Corps aufgefüllt mit allem, was wir haben. Wir haben Harper's Ferry. Wie hieß die nochmal? Harper's Ferry Gewehre erobert. Und die waren gar nicht schlecht. Ja, deswegen habe ich die erstmal Becker Volunteers, Carry Infantry, Klee, Frenzle, Glaze Cake und. Ne, das war schon. Similicious und Beispiel haben jetzt die CS Richmond Gewehre, also Similicious auch. Beispiel hatte die schon vorher. Wie gesagt, Becker hat jetzt die Harper's Ferry Gewehre, genauso wie Klee, Frenzle, Glazed Cake auch. Flynn hat dafür die Lawrence Rifle, hat er glaube ich schon vorher gehabt. Ne, hat er nicht. Die habe ich von Klee ihm gegeben. Park hat jetzt auch Lawrence, Wüstenfuchs, Springfield. Ich glaube, hier habe ich sonst nicht geändert. Springfield, Springfield, Springfield. Hier habe ich auch viel auffüllen können. Oh, hier ist noch was nicht umbenannt worden. Das ist, Lars Mutig. Skirmishers. So, speichern wir das nochmal kurz ab, damit ich das nicht vergesse. Speichern. Let's play, let's play, let's play, let's play. Jetzt seht ihr das auch mal. So. Kanonentechnisch. Wir werden Walterkorps mitnehmen, deswegen ist es egal, was hier steht. Wir haben hier in unserem Hauptkorps alles zu Hilfe der Napoleons. Da werde ich auch nichts dran ändern. Die Kanonen sind meine Lieblingskanonen. Die sind einfach und genial. Okay, Kavallerie musste auch neu ausheben. Die wurden aufgerieben. Ich könnte mal vielleicht hier neue Gewehre. Nee, kann ich nicht. Da gibt es leider nicht genug auf Lager. Okay, egal. Battles Map, Blackwater River, los geht's. So, das ist mein allererster Versuch. Ich habe sie noch nicht getestet. Ich habe sie mir nicht angesehen und hoffe, dass das erfolgreich wird. Ja, das ist ein Kaltstart. Nur als Info. Ich versuche ja immer, die direkt zu schaffen. Und sage eigentlich immer vorher, falls ich schon mal gespielt habe oder nicht. So, Start. General, the Federals have a different opinion about our expedition and seem decided to halt your advance at the Blackwater River. They hold strong positions behind this stone bridge. Toll. Ich muss mal eine Brücke angreifen. Das ist mal interessant. Oh mein Gott, das gibt schon voll das Gebagge. Aber ich habe Kanonen dabei, ist gut. You have no other choice than to attack the Yankees. Capture the bridge and clear the heights to free your way. Ich meine, so eine Brücke kann ja richtig krass. Ich will gar nicht wissen mehr. Ach, guck mal, hier können wir lang gehen. Aber das bringt gar nichts. Hier ist gar keine Überquerungsmöglichkeit. Alter Schwede, im Ernst. Wir haben hier Wälder. Ich habe Kavallerie, damit könnten wir vielleicht drüber stürmen oder so. Aber Alter, im Ernst? Es ist alles aufgestellt, im Ernst? Im Ernst, im Ernst? Im Ernst, im Ernst. Okay, dann kommt erstmal nach vorne unsere Artillerie. Ich könnte. Nee, die nehmen wir mit nach vorne. So weit nach vorne, wie es geht. Scheiße, hätte Haubitzen mitnehmen sollen, um die da rauszuhebeln. Dann habe ich jetzt nicht gedacht. So, wir brauchen die Carry Infanterie. Das ist die erste Division. Die geht in den Wald. Becker Volunteers und Similicious. Da. So, dann haben wir hier, was ist das denn? Vierte Division. Das ist die vierte Division. Dann ist das hier die. Ach, ist eigentlich auch egal. Scheißegal. So. So, die marschieren leider nie schön nebeneinander. Das wäre cool, aber das kann man alles noch nicht so richtig koordinieren, ja? Ich würde gerne halt ganze Gruppenkontingente richtig hin und her schieben. Shizu, Killian und Eaton.
Oh, ist ein neuer. Der andere wurde ja gecaptured. Start Battle. So, als erstes gehen vor Shizu und Killian. Die gehen durch den Wald. Dann holen wir mal Klee, Skirmishers und Wüstenfuchs und Parker. Und schicken die mal nach vorne. Warte, ich mach erstmal so. So, ist ja egal. So, die auch nach vorne. So. Gucken erstmal, wie die gehen. Kanonen. Bleiben kurz stehen. Damit die anderen erstmal vorlaufen können. Die Kanonen sind mich recht flink. So ist nicht. Was ist denn hier los? Geht auch nochmal nach vorne. So. Carry-Infanterie auch. Carry, carry, carry. Oh, komischer Fluss hier. Meine Güte, ist das auch eine Anhöhe? Ganz leicht, hä? Aber die stehen frei. Hoffentlich stehen die alle hier unten. Da sind Zäune, da sind Zäune. Vielleicht stehen die dahinter. Oh mein Gott. Ich glaube, ich warte bis kurz davor und dann stürme ich rüber. Mit der Kavallerie zuerst. Oh, das gibt Tote, ey. Die lösen sich bestimmt auf. Aber Kavallerie zu ersetzen ist mittlerweile nicht mehr so schlimm. Die sind zwar teuer, aber sind halt wenig Manpower. Meistens sind halt nur 750, die ich ersetzen muss. Nicht so wie ein Infanterieregiment, was direkt Millionen Verluste hat. Trandos, Müller, Wüstenfuchs, Infanterie auch nach vorne. Aldemar, guck mal, da ist nichts vor uns, das ist gut. Leinhardt. Hart! Keine Skirmisher, das ist hervorragend. Immer schön durch den Wald. Klee, Flynn, Grauwolf, Wüstenfuchs. Wir müssen uns einfach hier hinstellen. So. Wo sind denn eigentlich meine Skirmisher? Guck mal da. Aber die Verluste in Wäldern sind schon höher geworden als vorher. So, holen wir uns die mal. Skirmisher, Skirmisher, Skirmisher. Kanonen schießen schon. Kavallerie hat Verluste im Wald. Und, okay, das hat's erledigt. Kavallerie ist wohl nicht mehr so erfolgreich im Wald. Und die routen. Schade, waren mal besser. Aber hier funktioniert's. Ja, werden immer noch geflinkt. Boah, wie schnell die schießen, ne, die blöden Säcke. Wir gehen direkt mal unterstützen hier. Macht sie weg, Leute. So, die sind geroutet. Jetzt haben wir uns die hier. Sehr gut. Klee, schieß mal drauf, wenn es geht. Ihr müsst angreifen, Leute. Okay, die versuchen abzuhauen, was nicht geht. Scheiße, wie viele Kanonen haben die denn da? Supplies, guck mal, die kommen rüber. Sehr schön, das hat sie erledigt. So, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer machen. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier. So, Klee und Flynn. Ich habe keine Deckung. Hier sind diese scheiß Kanonen überall. Ich würde erstmal gerne in den Wald gehen. Guck mal da. Mhm. Wüstenfuchs, wir benutzen jetzt erstmal unsere Skirmisher zum gucken, was da ist. Ich muss halt den Rest hier hinten stehen lassen. Das ist halt viel zu viel, was wir hier haben. So. Shizu ist wieder hier. Kann mal wieder nach vorne. Eaten. Ich habe Pause gedrückt. Unfassbar. Ja gut, am Anfang jetzt darf ich das. Guck mal, die gehen über den Wasser. Über den Wasser gehen die. Das ist ein seichter Fluss, ne? Sieht man hier. Guck mal. Was ist das für ein... Was ist denn das für ein Fluss? Guck mal, der läuft bergab. Was soll das denn? Guck mal, die Kurve. Nach unten und wieder nach oben. Exhausted. Ja, ja, ist okay. Alles in Ordnung. Schießt mal weiter drauf, bitte. Ich kann hier nichts sehen. Dann gehen wir mal bitte hier ins Wäldchen. So, so, so. Okay. Na gut. Ach so. War hier noch.
Wüstenfuchs. Klee. Sehe halt nichts. Das ist scheiße. Terry. 1000. Oh, yeah. 5%. Das sind 10 pro Trupp. Das ist halt... Wir brauchen gute Knarren. Wir werden Ballschmidt und Similicious ans Ufer stellen. Hierhin. Ballschmidt. Klee. Wir könnten auch Skirmisher alle in den Wald setzen. Aber ich würde lieber Firepower dahin stellen. Similicious, mitkommen. So. So. Halte mal. So. Sehr gut. Da haben wir doch einen Aussichtspunkt. Sehen trotzdem nicht zu viel. Hiller. Guck mal. Hiller. Hab ich ja schon mal gesagt. Es gab so ein... Mir überlegen, wie weit nach vorne ich mich jetzt stelle. Wir stellen uns am besten mal richtig hin. Richtig. Na, wir werden jetzt Kanonen einbüßen. Wahrscheinlich. Skirmishers, da sind die scheiß Penner. Oh, die kommen hier hin. Die kommen hier hin. Oh nein, wir bleiben erstmal stehen. Stehen bleiben! Double quick! Da sind auch Kanonen. Ich sehe die nun nicht. Genau, mach die mal bitte weg. So, Trandos. Müller. So. Kann da drauf schießen. Wir haben noch zwei. Zeit. Wir haben schon zwei Tote bei den... Okay. Ich glaube, wir... Vielleicht schaffe ich es ja, den ihre Artillerie wegzubomben. Oder wir schaffen es, die da wegzubomben. Dann bum bum. Viel Spaß. Bum 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 bum. Sehr gut. Wir machen Verluste. Das ist doch gar nicht schlecht. So, Klee zurück. Flynn, ab da. Similicious sollte eigentlich dahin. Similicious geht dann hier hin. Flynn geht hier wieder in den Wald. So, dann haben wir Carrie und Glazed Cake. Kavallerie erstmal hier hin. So, 1800. Ich habe nicht so viel Zeit, um hier zu warten. Man kann ja immer nachspielen. So ist nicht. Guck mal, da ist auch noch eine Linie. Hier sind Felder. Zumindest gib mal ein bisschen Gas. Flynn ist noch am Rennen, glaube ich. Jo. Gut, ich kann schon mit Kanister schießen. Das ist gut. Sprengmunition halt. Guck mal, das machen die nicht lang, Terry. Sehr gut. Da bleiben die nicht lange stehen. Schade, dass ich hier die Scharfschützen-Skirmisher nicht dabei habe. Sehr gut. Guck mal, wie die zusammengeschossen werden. Wenn die eine Salve auf meine Truppen schießen, die über die Brücke gehen, haben wir echt ein Problem. Guck, wie viele das aus, wie die sich da drängen. Boah, das sind aber auch so Riesendinger. Das sind auch wieder ihre Hauptarmeen, ja? Oh, Terry, bist du am Fliehen? Das tut mir leid. Nein, Similicious, nicht nachsetzen. Jetzt funktioniert das auf einmal wieder. Letzte Runde hat das nicht funktioniert. So, wer will zuerst über die Brücke gehen? Warum lache ich überhaupt? So, ich könnte Kavallerie gebrauchen hier. So, jetzt machen wir erstmal... kurzen Prozess mit den Herrschaften. Wir werden die Artillerie aber umstellen. Hier hin. Ich hoffe, die können da nicht drauf schießen. So. Und dann gucken wir mal. Flynn und Glazed.
Guck mal, was ihr hier ausrichten könnt. Flynn und Clay hier. Nee, was ist das? Frenzle, oder? Glazed und Carrie, Entschuldigung. So, wir brauchen Sicht. Iron Grauwolf. Killian. Da oben sind noch irgendwo Dingens, aber ist auch egal. So, so. Guck mal, ich sehe immer noch deren Kanonen nicht. Die sind irgendwo im Wald. 1,30. Hier sind auf jeden Fall Felder. Den ihre Deckung kann ich wahrscheinlich nicht benutzen, was immer sehr schade ist. So, Kanone in Stellung bringen. Und wir bringen mal Flynn's Skirmisher rüber und gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Da kommt Terry wieder. Dann stellen wir mal zumindest näher an den Fluss. Becker bringt da oben, glaube ich, nichts. Aber besser als nichts. Ich glaube, der bringt da nichts, aber ist besser als nichts. Guck mal, da ist ein Skirmisher, das ist aber nett. Okay. Fallback. Dann lassen wir mit Terry nochmal antreten. Und schießen ihn nochmal weg. Und dann versuchen wir rüber zu gehen. Stellen uns hier auf und schießen ein bisschen. Ich versuche dann in den Nahkampf zu rennen. So. So. Da geht er wieder. So, Klee, bist du bereit? So, Similicious muss näher ans Ufer. So, Ballschmidt auch. Die geht rüber. Similicious bleibt hier, nicht vergessen. Da sind die Skirmisher, dann geht ihr mal wieder in den Wald. Shizu mit rüber. Die sind schon wieder weg. Wir machen das anders. Wir gehen so dahin. Stellen uns hier. Dann können wir da drauf schießen. So, wir sind am anderen Ufer. Immerhin schon mal. So viel dazu. Dann können wir jetzt auch mit Iron rüber. Und Wüstenfuchs. Wenn Flynn sich jetzt mal ein bisschen schneller aufstellt, haben wir auch vielleicht ein bisschen mehr Glück. Schnell nochmal neu aufstellen. Sehr gut. Und weiter rüber, meine Freunde. So. So, dann können die Unterstützungsfeuer geben. Vielleicht schießen die auch auf die. Das wäre super. So, direkt davor stellen. So, kommt schon. Schießt auf meine Einheiten. Ja, genau so. Und jetzt nach vorne. Okay, Angriff. Kavallerie auch mit. Vorrang, Klee nachrücken. Los, Clemens. Clemenza. Cleansa. Clean sie. Mach sie weg. So. Nachschub. Was ist denn da hinten noch mehr? Artillerie? Nee, Parker-Infanterie-Skirmisher ist weg. Ich kann es nur in die andere Richtung einnehmen, was immer ziemlich doof ist. So, wir müssen direkt weiter.
Kann ich hier in den Wald eigentlich rein? Sehr gut. Weiter, weiter. Das sind noch mehr 2000er Truppen. Ich muss nachrücken. Die schießen, aber ich kann das Feuer jetzt auf Flynn lenken. Weil Flynn rennt, das habe ich vergessen. Das war trotzdem gut. Sehr schön. Erstmal warten noch. Das ist gut, hervorragend. Wüstenfuchs, du kannst zu deinen Leuten zurück, wo auch immer die sein mögen. Parker rüber. Shizu greift immer noch an. Killian zieht sich zurück. Ich glaube, das war's auch jetzt. Wir werden jetzt nicht weiter belasten. Wir machen die Artillerie da mal weg. Okay, Shizu zieht sich zurück. Jetzt löst er sich wahrscheinlich auf. Boah, und Rout gefangen genommen. Penner. Das müssen wir verhindern. Bleiben wir erstmal hier stehen. Klee, greif an. Kann doch nicht. Gut, alles klar. Wie sieht's hier aus? Er wird noch marschiert. 27. Okay. Da wird weiter geschossen. Okay, kill ihn mal hier hin. Ammo. Oh, Ammo. Wo bist du? Wenn wir dich brauchen. Schieß auf Terry. Verflucht nochmal. So, weiter. Durch den Wald. Es geht, es geht, es geht. Alles in Ordnung. Komm schon, Riley, du musst ein bisschen laufen jetzt mal hier. Wir müssen unbedingt den Pointer contesten. Guck mal, das sieht doch gut aus. Nicht mehr laufen. Okay, wir gehen mal in den Nahkampf. Scheiß drauf. Schaffst du schon. Beispiel mit Angriff. Sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Vorrücken. Alles gut. Mach da mal zu, damit die Skirmisher nicht zu den Kanonen kommen. Und eingenommen. Hervorragend. Und stehen bleiben.
So, ein bisschen zurück. Sonst haben wir wieder Blob. Das wollen wir nicht. Das verhindern wir. Finish. Das sieht gut aus. Ja gut, Carry-Infanterie. Ein Volunteers haben ziemlich eingesteckt. Aber ihr habt auch das erfüllt, was ihr tun solltet. Viel einstecken. Hervorragend. Frenzle, schieß mal da drauf hier. Ramata. Hervorragend. Mach die mal weg. Wo sind unsere Gefangenen eigentlich? Die sind weggebracht worden, ne? Diese Säcke. Wir können die da aufreiben, glaube ich. Die sind ganz weit weggebracht worden, wahrscheinlich. Gar nicht gut. Jetzt greifen die ja dauernd an hier. Die Beppos. Oh. Die sind mal weit vorne da. Soll ich finishen? Greifen sie auch noch an. Carrie zieht sich zurück. Killian zieht dich zurück. Zieh dich zurück! Aber ganz schnell, Freundchen. Jetzt sind wir dich auch noch neu ausheben, wahrscheinlich. Als die da angreifen. Geh mal zurück, Iron. Dann kann hier Parker hin. Ne, die kriegen wir nicht wieder. Was macht denn Killian da schon wieder? Alter Schwede. Kartenränder und Brücken. Aber die Brücke ging ja Gott sei Dank. Das hat Gott sei Dank funktioniert. Gott sei Dank, Mann. Und hier bewegt sich nichts mehr. Okay. Meine Gefangenen, ich will sie wieder haben, ihr Schweine. Und Contested Blackwater Heights. Noch eins. Ja, das war unsere Kavallerie. Die hat sie aber auch genommen. Selber schuld. Eingenommen. Ich bleib noch ein bisschen drin. Was soll's. Wir spielen erst seit 28 Minuten. Erst! Eine gute Schlacht geht eine Stunde. There are too many. So. Flanked, okay, das ist scheiße. Okay, wir sollten finishen, bevor ich dann noch mehr Verluste habe. So, Victory, Blackwater River. Verluste 1915. Wir bekommen, glaube ich, 2500 oder mehr als Verdienst. Kleinfanterie, hervorragend. Ich bin stolz auf euch. Killing Kavallerie, hervorragende Arbeit. Wir haben einen verloren. Wounded, wounded, keiner ist tot. Good. Da haben wir eigentlich Einheiten captured. Da steht nichts mit captured, ne? Vielleicht haben wir die wieder, weil wir gewonnen haben. Doch, 931 Verluste. Ja, doch, ich glaube schon, die sind captured. Na gut. No additional reward. 5000, das ist gut. Da können wir unsere anderen Truppen wieder aufmöbeln. Merzen, wollte ich sagen. Career Points 1. Reputation 5. 100.000 Credits. Punkte. So, in was gehe ich denn jetzt? Training, Army Organization Logistics wäre nicht schlecht. Ein bisschen mehr Munition, Economy. Wir haben halt keine Geldprobleme. Nicht wirklich. Ich würde gerne auf Logistics gehen. Ja, nochmal 20% Munition, weil das momentan echt ein Problem wird. Okay, alles klar. Ich muss jetzt erstmal gucken, haben wir wieder irgendwas Tolles eingenommen? Ich glaube nämlich gar nichts, ne? Artillery.
Zwölffünder. Oh ja, die Kavallerie, immer. Aber die ist halt wichtig, ne? Okay, Leute, das war's von mir. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Da spielen wir First Franklin. Ja, bin gespannt. Also bis dahin, haut rein, Leute.